Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Ihnen Andreas Peter. Wir befragen heute den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, zu den angeblichen oder tatsächlichen Putschplänen der sogenannten Reichsbürgerszene. Wir sprechen mit dem Münchner Kinderarzt Steffen Rabe unter anderem darüber, wie gefährlich die RSV-Erkrankungen sind, die derzeit die Medien zu bestimmen scheinen. Wir unterhalten uns mit der österreichischen Ärztin Maria Hubmer-Mock über die von ihr mitorganisierte Resilienz-Tour. Thomas Fassbender wird die Friedensinitiative für die Ukraine des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron kommentieren. Und Tim Krause hat für uns in den gedruckten und digitalen Angeboten anderer Medien nach Berichtenswerten gestöbert. Viel Spaß dabei. Sie hören Kontrafunk aktuell. Deutschland ist zwar kein wirklich unwichtiges Land, aber es kommt doch eher selten vor, dass deutsche Politik, Vorgänge in der deutschen Politik zum Gegenstand der Weltmedien werden. In der vergangenen Woche war das der Fall. Rund um den Globus hieß es unisono, in Deutschland hätten Sicherheitsbehörden einen Rechtsruck, einen Rechtsputsch verhindert. Sogenannte Reichsbürger wären kurz davor gewesen, den Bundestag zu stürmen und den Chef eines altdeutschen Adelsgeschlechtes zum Staatsoberhaupt zu küren. Dass die Festnahme der vermeintlichen oder tatsächlichen Verschwörer von beinahe allen maßgeblichen deutschen Medien in einer Art Live-Schalte in die deutschen Wohnstuben flimmerte, gehört zu jenen Fragen, die wir jetzt versuchen wollen, etwas aufzuklären. Dazu haben wir uns den unserer Ansicht nach kompetentesten Gesprächspartner eingeladen. Herzlich willkommen, Hans-Georg Maaßen. Ja, guten Tag, Herr Peter, meine Damen und Herren. Herr Maaßen, Sie haben als seinerzeitiger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Überwachung der sogenannten Reichsbürgerszene veranlasst. Was hat Sie und Ihr Amt damals dazu bewogen? Nun, die Reichsbürgerszene in Deutschland ist eine sehr heterogene Szene. In Teilen sind es Kriminelle, in Teilen sind es, ich sage mal, Spinner und in Teilen sind darunter auch Rechtsextremisten, die einfach einen anderen Staat wollen, die die Bundesrepublik Deutschland nicht akzeptieren als Staat, die immer noch davon ausgehen, dass es das Deutsche Reich gibt. Von den rund 20.000 Reichsbürgern, die man so schätzt als Verfassungsschutz, sind etwa 10%, weniger als 10% sind Rechtsextremisten. Die tauchen allerdings auch in der großen Statistik des Rechtsextremismus auf. Haben Sie Verständnis dafür, warum jetzt vorgegangen wird? Das heißt, können Sie bestätigen oder würden Sie sagen, ja, sehe ich genauso, von denen geht eine entsprechende Gefahr aus? Also von Reichsbürgern ist schon häufiger eine gewisse Gefahr ausgegangen. Aber da muss man auch unterscheiden, um was es hier geht. Also ich kann mich noch erinnern, vor etwa 10 Jahren schon jeder Steuerbeamte, mit dem ich sprach, hatte seine Geschichte über Reichsbürger zu berichten gehabt, dass Reichsbürger sich weigern, Steuern zu zahlen, weil sie diesen Staat nicht